Nach dem Besuch dieser fantastischen Kirche bin ich der Ansicht, dass es kein Bild und kein Video gibt, was die Atmosphäre im Innern auch nur annähernd wiedergeben kann. Das Zusammenspiel der fantastischen Architektur mit dem wandernden Lichteinfall durch die farbigen Fenster verändert das Innere minütlich. Ich kann auch jedem nur zu dem sehr guten Audioguide raten, der auf viele kleine Details hinweist, auch aus dem Leben von Gaudi. Wir gehen jetzt in die Sagrada. Es ist ja auch gar nicht voll. So, und dann lassen wir uns überraschen, ob wir das Licht und die bunten Fenster genießen können.
man das. Das Vaterunser in der Tür, unter anderem im Hintergrund in vielen, vielen Sprachen. Eine Videowand in der Kirche, die noch einmal den Lichteinfall darstellt.
anderen Seite. Jetzt ist ja der Leidensweg. Das heißt, hier zieht er sehr wahrscheinlich nach Jerusalem ein. Und alle jubeln ihm zu. Das ist also der Ausgang zu der schlechten Seite, an der der Leidensweg Christi auch außen dargestellt wird. Mehr dazu in einem anderen Video.